Ja, hallo, da sind wir auch schon wieder bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Immer noch hier in Lord Yabu Yabu. Letztes Mal haben wir ja hier fett gefailt. Haben zwar einiges geschafft, aber kamen dann überhaupt nicht weiter. Und es geht Dimi hier schon auf den Sack. So, wir werden uns das jetzt heute noch mal ganz genau angucken. Endlich ist der erste weg. Was wir dringend brauchen, sind Herzen. Das sieht hier nämlich echt überall aus. Ja, Rubine brauche ich keine. Spuck doch keine Rubine aus. Wir brauchen Herzen, Leute. Komm, du verschwinde auch. Hey, aua, scheiße. Aber es gibt Herzen, 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 Herzen. Oh. So, jetzt wollen wir natürlich hier rein. Ich glaube, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das ist noch sehr laut, aber... Naja. So, jetzt gehen wir hier wieder durch. Ob wir Prinzessin Ruto wieder finden müssen? Digi lassen wir einfach mal links liegen. Das sind die, die total gefährlich sind. Die... Oh, noch ein Herz. Oh, geil. So, jetzt lässt sich schon wieder besser hier in Lord Yabu Yabu rum experimentieren. So, wir gehen jetzt nochmal alles durch. Hier war Prinzessin Ruto gefangen. So, wir müssen jetzt irgendwie schauen. Ja, ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Erstmal schauen, was hier ist. Okay, die Dinger. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir überhaupt lang müssen. Da kommen wir nicht durch. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Ja, dann werde ich halt fetter. Ist doch scheißegal. Okay. Man kann sie zwar kaputt machen, aber wir kriegen dann auch ordentlich einen auf die Mütze. So, hier lang, hier lang. Kann man auf den Schalter drauf? Hier wird's... Aua! Aua ab! Aua! Scheiße, ich bin schon am Failen. Da kommen wir auch nicht durch. Die Tür geht auf. Geht die wieder zu? Ja, toll. Das ist so richtig geil. Nur ein Scheißdreck, ey. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diesen Dungeon gehasst habe. So, dann gehen wir wieder hier lang. Okay, sind wir hier definitiv mal falsch. Also schon richtig, aber jetzt wahrscheinlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. So, du kannst dich verziehen. Wir gehen jetzt nochmal hier runter. Da ist ja Prinzessin Ruto runtergefallen. Die steht hier auch noch. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Hä? Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz. Ich mein's ernst. Na toll, jetzt darf ich die Frau noch tragen. Jetzt darf ich die Alte mit mir rumschleppen. Ja, jetzt nicht. Du kannst doch sitzen bleiben. Ich will erst mal selber checken, was wir machen können und was nicht. Aber daran kann ich mich doch so halb erinnern, dass wir die brauchen. So, nächste Blase kaputt. So, das weiß ich. Da müssen wir drauf. Aua. Schneller, bitte. So, hier die Skulltula, die hatten wir schon geholt. Das weiß ich noch. Aber ich will jetzt einmal hier lang. Komm, komm, weiter, weiter, weiter. Mach hoch, ich bin hier weg. Autsch. Ja, toll. So. Auch offen. Okay, also diesmal soll Lord Yabu Yabu geschafft werden. Oh, ein Herz. Oh, wunderschön. Öffnen. So, es geht da unten noch lang. Aber ich habe mir den Part ja nochmal angeguckt. Und da habe ich das gesehen. Ich will mal schauen, ob wir da hinkommen. Weil der Typ ist ja jetzt tot. Wir können ja 6 Sekunden tauchen. Ha! Wusste doch, da war was. Nein, 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 stopp.
Komm. Ich will da raus und nicht schon wieder tauchen, weil es halt... Was ist denn los heute, sag mal? Vergib mir. Darf ich dir Dekonüsse anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Hau ab. Ups. Dann verschwinde ich besser. Ja. Wenn mir hier so einen Scheiß andrehen will, der kann sich auch verziehen. Da haben wir hier irgendwie eine Skulltula oder so? Nee. Dann können wir hier auch wieder raus. Und runter. Ich glaube, mehr war hier nicht. Okay, das haben wir. Okay, mit Prinzessin Ruto können wir wahrscheinlich eine Menge anfangen. Ja, geh wieder zu. Blöde Tür. Haben wir das auch geklärt? Autsch. Ich lasse mich auch immer treffen von den Viechern. Aber die spucken Geld aus. Aua! So. Dann wollen wir wieder zurück. Müssen wir wieder das Wasser steigen lassen. Mich würde schon einiges helfen, wenn wir überhaupt mal die Karte finden würden. Aber das krieg selbst ich nicht gebacken. So, wieder raus. Hauptsache weg. So. Boah, noch so ein Bläschen. Ah, verschwinde! Ha! Hä? Wir sind doch voll. Geil, gab wahrscheinlich mehrere Herzen. So, hier haben wir Prinzessin Ruto. Aber wie machen wir das jetzt am besten? Wie unaufmerksam von dir. Ja, ich hatte zu tun. So, du kommst jetzt mal bitte mit. Du folgst mir jetzt einfach. Okay, ich glaube, hier sind wir auch falsch. Ah, ich glaube, ich weiß da wo lang. Oh Gott. Mann, ich muss dich einmal kurz ablegen, Ruto. Ja, das ist total geil, wenn man wirklich von nichts eine Ahnung hat. Wenn man nicht weiß, wo lang. Ihr glaubt gar nicht, wie ätzend ich mich gerade fühle. Ja, ich habe keine Ahnung, wo lang. Kacke. Wenn ich schon wieder einen Fehler gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, wir klettern hier erstmal hoch. Haut ab, haut ab, haut ab. Geht weg, 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 weg. Die kostet mich nur Herzen und Nerven. So, jetzt muss ich erstmal checken, wo wir überhaupt jetzt hier landen. Ach genau, wir landen noch wieder da oben. So. Autsch. So, wo landet man denn hier? Autsch. Da, wo es weh tut. Alter, nervt mich nicht. Wo ist... Wo kann ich... Aua! Die kostet mich nur Herzen und Nerven. Ohne Spaß. Also, ich will jetzt erstmal schauen. So, die Ruto sitzt da oben. Da kommen wir aber hin. Wenn wir da hochlaufen, wir müssen das hinterste Loch nehmen. Okay. Logisches Denken, Mucke. Das hast du wieder nicht drauf heute.
Ach, nee. Also dieser Dungeon, der kann sich echt noch um Stunden hinziehen, ne? Also Leute, ne? Wenn wir irgendwann mal ein anderes Bildchen sehen, außer das, ne? Dann wisst ihr Bescheid. So, da kommen wir raus. Wir müssen jetzt das hinterste Loch nehmen. Also das hier. Hau ab. Nein, auch nicht. Alter, das kann jetzt nicht sein, dass ich hier kein Loch finde. Ja, Freunde, ich sage, das kann Stunden dauern. Ich habe an diesen Dungeon, außer dass er nervig war, absolut keine Erinnerungen mehr. Ich habe ihn zwar als Kiddie so oft gezockt und habe ihn da auch schon gehasst. So. Nehmen wir jetzt mal. Ich glaube, wir nehmen mal den hier. Nein, jetzt weiß ich, welche wir nehmen müssen. Okay. Wir kamen der Ruto immer näher. Ich weiß, wo ich lagen muss. Ich muss dahin, wo ich Ruto brauche, zum Hinsetzen, weil die... Wo Navi gesagt hat, ich bin für den alleine zu schwer. Zu leicht. Aua, lauf voll rein, Mucke. So. Wie unaufmerksam von dir, warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Ja, ja. Schieb eine ruhige Kugel, Alte. So. Hier müssen wir lang. Du machst jetzt alle kaputt für mich. Nein, machst du nicht. Aber du gibst dir ein Herzchen, jawohl. Warte, Ruto. Ich befreie dich eben von dem Bösen. So. Habe ich das nicht schön gemacht? Sie ist, So. Oh nö. Sag mir nicht, Ruto ist abgesoffen. Ich darf zurück. Ich muss sie anders darüber kriegen. Die muss ja auf jeden Fall darüber. Ach, jetzt mache ich das. Ich muss. Ich will das Wasser wieder hochmachen, auch Leute. Also, den darf ich auf keinen Fall vorher machen. Okay. Sie kann also nicht schwimmen. Ist aber eine Zora. Ne? Ist voll logisch, dass sie nicht schwimmen kann. Naja. Logik ist halt Fehlerplatz. Jetzt meckerst du wieder, wie unaufmerksam ich doch sei. Passt mal auf. Ja. Ach, die ist so episch, die Alte hier. Nee, nee. Sie will die ganze Zeit von uns hier rumkutschiert werden, Huckepack getragen werden. Oh. So. Nicht drauf. Aber rüber. Ich hatte nämlich voll vergessen, dass sie nicht schwimmen kann. Da wusste ich nämlich gar nicht mehr. Aber endlich kommen wir in diesem Dungeon mal weiter. Und habe schon wieder 10 Minuten knapp von diesem Part verschwendet. Nur um herauszufinden, dass wir Ruto mitnehmen können. So, du musst wieder auf. Ja, komm. Nein, ich will keine Bombe. Aua. Ja. Tut mir leid, Leute. Jabu, Jabu, das tat bestimmt weh. So, Ruto, mitkommen. Das hier ist doch auch falsch. Oh, Leute. Jetzt habe ich die Alte schon an der Backe und ich habe keine Ahnung, wo lang. Das kann echt nicht sein.
Tut mir leid, Prinzessin Ruto. Ich habe einfach keine Ahnung, wo wir lang müssen. Die Räume kenne ich mittlerweile schon auswendig, die wir bis jetzt gesehen haben, nur ich laufe irgendwie immer falsch. Oh, Junge. Weil sollen wir jetzt hier langlaufen? Ja, sind wir hier. Hier ist auch nichts. Dann heißt, ich muss irgendwie Prinzessin Ruto... Genau, wir müssen hoch. Aber wie komme ich mit der Frau hoch? Wir kriegen das schon raus, Leute. Wir haben ja Zeit. Oh Mann, ey. So, ich gehe einmal hier lang. Genau, auf den gehe ich jetzt mal drauf. Gehen einmal hier lang. Nee, komm. Jetzt dein Ernst? Ich war richtig! Ich Depp war richtig! Ich hätte nur warten müssen! Och, Leute! Ich war nee. Mann, bin ich blöd, Leute. Ach, da haben wir sie ja schon. Wir waren so richtig. Wir hatten den richtigen Weg gehabt und Mucke kommt nicht klar auf sein Leben hier. Aua! Ich dachte, ich wäre durch! So. Komm, hoch, 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 hoch. Wir kommen endlich weiter, wir kommen endlich weiter. Wir kriegen die alte endlich hoch. Aber ich glaube, der Dungeon, der dauert noch eine ganze Weile hier bei mir. Ruto. Oh. Wie die sich freut. Habt ihr gehört, wie die sich gefreut hat, weil sie eine Tür aufgemacht hat. Die ist ja echt knorke, die alte. So, warten. Warte. Ah, so, ich hab dich beschützt. Verschwinde. Macht er auch. Da ist das Ding. Ruto, auf. Müssen wieder hoch. Ja. Jawohl, endlich, endlich, Ruto ist oben. Oh, ich glaube, nach einer Viertelstunde, ich glaube, der Part hat jetzt wirklich schon eine Viertelstunde, haben wir es endlich geschafft und kommen endlich ein Stück weiter. Wir lernen einen neuen Raum kennen.
Wow! Mucke, du bist echt Zelda-skillig. So. Wir nehmen jetzt erstmal die rechte Seite. Oder ne, wir nehmen erstmal die andere, weil Navi... Aua! Weil Navi hatte was gelabert da, aber da nicht. Deswegen gehen wir erstmal zu der hier. Und ich wollte mal schauen, was wir nämlich hier haben. Das heißt, wir können ja Ruto hier sitzen lassen. Ich hoffe, die bleibt dann auch da. Ah, alles klar. Ich weiß, welches Dungeon-Item es gibt. Das habe ich jetzt rausgefunden. Ja, ja, ja. Setz dich hin, halt die Klappe. Ich nehme dich wieder auf dem Huckepack. Ich weiß, welches Dungeon-Item es gibt. Aber ich verrate es noch nicht. Mal gucken, ob ihr es selber wisst. Oder selber drauf... Aua. Drauf kommt. Da kommen wir auch noch nicht durch. Okay, da bleibt ja uns so eine Seite. So. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen. Ja, aber Zora ist doch auf meinem Rücken. Mann, ist doch... Wartet, Moment. Oh, scheiß Controller hier. Und weiter geht's. Oh nein. Oh. Ich glaube, wir müssen die alle machen. Weil anders, was anderes ist hier nicht. Rauskommen! Moment, die brauche ich dringend. Au! Leute, ich lasse mich jetzt hier nicht von solchen komischen Viechern platt machen. Alter, die ersten zwei, die gingen auch so gut. Machen wir halt so. Oh, ich fehle sogar bei den Dingern hier. Alter, ich will keine Bombe. Ach, jetzt ist auch egal. Ah, es gibt eine Truhe für uns. Dort haben wir den da drin. Ist es die Karte, das Dungeon-Item oder der Kompass? Oder irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Aber jetzt gleich wissen wir es. Was ist es denn? Es ist! Jawohl, der Bumerang! Das ist das Dungeon-Item! Haha! Das Dungeon-Item. Geile Sache.